Ich muss zugeben, als ich mein Qualzuchtvideo gedreht habe, war ich mir ziemlich sicher oder hatte zumindest gehofft, dass es nicht viele weitere grausame Qualzuchten gibt. Immerhin handelt es sich bei der Hauskatze um das beliebteste Haustier. Auf der einen Seite haben wir das Tier, das man über alles liebt, für das man alles tun würde. Das Tier, wo man nur das Beste für möchte. Auf der anderen Seite das Tier, von dem man verlangt, dass es weder atmen kann, ohne Schmerzen gehen kann und in einigen schlimmen Fällen noch nicht mal essen kann. Da einem schlichtweg einfach wichtiger ist, wie das Tier aussieht, als dass es so simple Fähigkeiten hat wie nicht zu verhungern. Aber wie oft kann sowas schon passieren? Wie oft kann der Mensch absichtlich ins Klo greifen? Nicht eine, nicht zwei, sondern eine komplette Rasse züchten, die zum Sterben verurteilt ist. Eine Rasse, die ein Leben in Schmerzen führen muss. Einfach weil wir es wollen. Leider sehr oft. Und zwar so oft, dass dieser zweite Teil nicht der letzte Teil meiner Qualzuchtreihe sein wird. Aber heute stelle ich euch erstmal drei abstoßende Katzenrassen vor. An dieser Stelle eine fette Triggerwarnung für das komplette Video. Denn heute wird es menschlich gesehen einfach nur abstoßend. Die Kängurukatze. Ich bewege mich jetzt auf ziemlich dünnem Eis. Und werde wahrscheinlich mit wenig Mitgefühl glänzen. Versteht mich nicht falsch, mir tut jedes Lebewesen leid, das Schmerzen erleiden muss, vor allem wenn wir daran schuld sind. Nichtsdestotrotz sehe ich diese Tiere eher mit kritischen Augen. Denn die Kängurukatze oder eben im Englischen Squittenkatze ist keine offizielle Zucht und auch keine offizielle Rasse. Es ist einfach eine Katze, deren Vorderbeine nicht richtig ausgebildet sind. Also eine Katze mit einer Behinderung. Eine Katze, die komplett auf menschliche Hilfe angewiesen ist. Und vor allem eine Katze, die im Internet ziemlich viel Mitgefühl hervorruft. Zufälligerweise tauchen immer mehr Videos auf von Katzen, die als einzige im Tierheim geblieben sind, weil niemand diese behinderte Katze haben möchte. Das ruft ziemlich viel Empörung in den Kommentaren hervor. Wie kann man nur? Ich würde diese Katze sofort nehmen. Auch so ein Geschöpf hat Liebe verdient. Das arme Tier. Wie gut, dass ihr diese Katze zu euch genommen habt und ein Leben lang versorgt. So weit, so gut. Doch werde ich häufiger gefragt, warum Menschen überhaupt Tiere züchten, die ein schmerzvolles Leben vor sich haben und eigentlich zum Sterben verurteilt sind. Oftmals schwingt so ein "Ich finde das noch nicht einmal schön" mit. Und genau das ist der springende Punkt. Ein bisschen makaber, denn die Kängurukatze kann sich nur springend fortbewegen. Und auch das schmerzvoll. Und manchmal schafft sie noch nicht mal das. Denn nicht immer ist tatsächliche Schönheit der Grund für eine Zucht. Oftmals hat der Mensch so eine perverse Neigung, Gott zu spielen. Etwas Exklusives, Einzigartiges zu haben. Zu sehen, wie weit kann man ein Extrem noch pushen. Und vor allem Aufmerksamkeit. Und wie leicht ist es, mit einer verstümmelten Katze im Mittelpunkt zu stehen. TikTok-Accounts mit millionenfachen Aufrufen. Bilder, die um die Welt gehen und Filmsequenzen, die sogar in den Nachrichten im Fernsehen gezeigt werden. Aber versteht mich nicht falsch, man meint es doch nur gut mit dem Tier. Man garantiert dem Tier ein wunderschönes Leben und kümmert sich ein Leben lang darum. Ein Schelm, der hier meinen würde, es würde vielleicht um Reichweite gehen und man würde eine Behinderung geschickt vermarkten. Wartet mal ab, bis man erfährt, dass man diese körperliche Behinderung bewusst züchten kann. Indem man, ja, mit der ersten zufälligen Behinderung einfach bewusst weiter vermehrt. Es läuft mir einfach kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, was für eine Perversion dahinter steht, dass Leute absichtlich Behinderungen bei Katzen weiterzüchten. Einem Tier ein normales Leben verwehren. Verwehren, dass das Tier normal spielen, laufen, klettern oder mit anderen Katzen kommunizieren oder einfach leben kann. Nur für ein bisschen Reichweite. Und wer mir nicht glaubt, was meint ihr, wie all die Qualzuchten entstanden sind, die jetzt ganz normale, anerkannte Rassen sind? Denkt ihr, die komplette Rasse Scottish Fold ist jedes Mal aufs Neue ein Zufall? Ja, die erste Katze war eine Mutation, war eine Laune der Natur und mittlerweile haben wir eine komplette Rasse daraus. Nein, niemand wusste nach all den Jahrzehnten, dass jede Katze darunter leidet, dass jede Katze stirbt und dass diese Rasse einfach nur ein Sterbensurteil ist. Wie hätte man auch ahnen können bei öffentlich zugänglichen Informationen, dass es sich hier um eine verbotene Qualzucht handelt? Ich habe keine Ahnung und trotzdem sieht man die Rasse wie Sand am Meer, obwohl jeder mittlerweile weiß,
dass es eine Katze ist, die leidet, ihr Leben lang. Und genau dasselbe Schicksal sage ich der Känguru-Katze voraus. Und ich bin schon gespannt, welchem perversen schon der Groschen gefallen ist, dass diese Katze nicht an der Tapete kratzen kann und somit die perfekte Hauskatze ist. Sie kratzt nirgendwo, sie springt nirgendwo. Ideal! Kauf dir Fische, wenn du damit nicht klarkommst. Oder am besten gar kein Tier. Denn Empathie ist bei solchen Leuten anscheinend nicht vorhanden. Und ja, man kann bewusst und absichtlich behinderte Nachkommen züchten. Ich meinte niedliche Squittenkatzen. Nur die Art der Deformität können wir Menschen, die leider nur Gott spielen und nicht sind, leider nicht bestimmen. So haben wir eben nicht immer die putzigen, niedlichen, kurzen Vorderbeinchen, die so ein bisschen wie T-Rex aussehen, sondern hin und wieder komplett verdrehte Vorderbeinchen. Ist aber egal, die Katze wird eh viel ruhen und sich nicht fortbewegen, weil jeder Schritt schmerzt. Ob die Beinchen dann jetzt noch verdreht sind und es noch schlimmer wird, ist auch egal. Ach übrigens, das Wort Squitten ist ein witziges Wortspiel. Ihr werdet lachen, wenn ich euch erzähle, woher es stammt. Squitten ist eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort Squirrel, also Eichhörnchen, und dem Begriff Kitten. Lustig, oder? Aber reiner Zufall, das ist bestimmt keine clevere Vermarktung gewesen. Einer Katze, die... Ach ja, stimmt, wir reden hier immer noch über eine traurige Behinderung. Das ist übrigens genauso ein reiner Zufall, wie zufällig in Texas in den späten 90er Jahren diese Katze bewusst gezüchtet wurde. Übrigens klappt das besonders gut bei Inzest. Ich meinte Linienzucht. Das klingt ein bisschen positiver als, hey, dein Stammbaum ist ein Kreis. Nur was traurig ist, damals bei dieser zufälligen Katzenzucht in Texas gab es einen riesigen Aufschrei. Und jetzt gibt es für dieselbe Katze massiv Likes auf TikTok und Bilder, die um die Welt gehen. Denn jetzt ist das natürlich reiner Zufall und Gottes Güte, dass diese Menschen diese Katze pflegen und zufällig jedes Mal eine Kamera drauf halten, den eigenen TikTok-Account haben und alles schön vermarkten und promoten. Übrigens sind die Squittenkatzen auch nicht richtig überlebensfähig, denn die Beinchen brauchen sie zum Klettern, zum Laufen, zum Jagen, zum Spielen mit anderen Katzen, um sich zu putzen oder zu verteidigen. Denn nein, sie brauchen ihre Vorderpfoten auch für den Milchtritt. Also das, was Babykatzen machen, um Milch rauszudrücken, wenn sie als Babys noch Milch brauchen. Also in einem Alter, wo Milch die einzige Nahrungsquelle einer Katze ist. Ohne verhungern sie. Aber hey, sollen sie sich nicht beschweren? Die haben ja immer noch die Hinterbeine, die sie dafür nutzen können. Aber damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, dass Qualzuchten so ein moderner Zeitvertreib ist, machen wir mal weiter mit einer Katzenrasse, die so alt ist, dass ich ziemlich lange dachte, das ist von der Natur gewollt. Machen wir weiter mit der Nacktkatze. Und diese Katze zeigt ziemlich deutlich, wie gefährlich Halbwissen ist. Und hier mal ein paar davon. Die Nacktkatze ist die einzige Katze für Katzenhaarallergiker. Die Katze ist keine Qualzucht. Die Nacktkatze ist völlig natürlich entstanden. Der Mensch hat da nicht seine Finger im Spiel, was eben bedeutet, dass die Katze in der Natur perfekt überleben könnte. Totaler Humbug. Aber räumen wir mal richtig auf. Menschen sind nicht gegen Katzenhaare allergisch, auch wenn das im Volksmund so gesagt wird. Menschen sind primär gegen den Speichel allergisch. Die Problematik, Katzen putzen ihr Fell und so gelangt der Speichel nun mal eben auch auf die Haare. Und deswegen könnte man meinen, die Nacktkatze ist die einzige Alternative für Katzenallergiker. Aber auch hier im Informationszeitalter kann jeder mal 5 Minuten googeln und die ein oder andere geeignete Katzenrasse finden, die keine Qualzucht ist. Das nur ganz grob erwähnt, denn einige Menschen reagieren besonders sensibel, zum Beispiel auch auf das Sekret der Talgdrüsen oder auf Urin der Katzen. Wie gut, dass Nacktkatzen nicht pinkeln. Aber bevor ich hier selber nur Halbwahrheiten verbreite, ein entscheidender Fakt. Ähnlich wie bei der Perserkatze ist nicht die komplette Rasse eine Qualzucht, sondern ein kleiner feiner Unterschied, der zwischen Leid und eben kein Leid und einem normalen Leben entscheidet. Und bei der Nacktkatze geht es hier um die Schnurhaare oder eben besser gesagt um die fehlenden Schnurhaare. Denn hoppla, bei der Zucht, bei der wir darauf abzielen, dass die Katze gar keine Haare an ihrem Körper hat, haben wir irgendwie vergessen, dass die Katze ein paar Härchen braucht.
dringend braucht. Denn Katzen können etwa ab einer Entfernung von ca. 20 cm ein Bild scharf sehen. Sie machen sich also ein Bild, indem sie das Objekt betasten. Mit ihren Schnurhaaren. Viele Katzenbesitzer merken noch nicht mal, dass ihre Katze blind ist, da ihre Fibrissen, also die Schnurhaare, das kompensieren. Bei blinden Katzen wachsen die Schnurhaare auch signifikant schneller, um eben das fehlende Sehvermögen so auszubalancieren. Haben wir also jetzt verstanden, was für eine Katastrophe das ist, wenn die Katze keine Schnurhaare hat? Es ist schlimmer, als blind zu sein für die Katze. Übrigens, Fun Fact, gut, ein bisschen makaber für die Nacktkatze, aber Schnurhaare haben Katzen nicht nur in ihrem Gesicht, sondern über ihren kompletten Körper verteilt. Sie haben Schnurhaare auch über ihren Augen und was viele nicht wissen, ja, auch an ihren Pfoten. Und die gehören da nun mal hin. Denn diese Schnurhaare sorgen dafür, dass die Katze einen sicheren Tritt hat, dass sie sicher klettern kann, sich ausbalancieren kann und auch schnell flüchten kann. Da kann die Nacktkatze halt einfach einpacken. Tut mir leid, du darfst heute nicht artgerecht leben. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber richtig traurig wird es, dass diese Fälle bis vor kurzem noch vor Gericht diskutiert wurden. Es wurden tatsächlich Tierärzte gerufen, die bestätigen mussten, dass es sich hierbei um ein Sinnesorgan handelt. Schnurhaare sind Sinnesorgane. Bei uns Menschen sind Sinnesorgane übrigens Augen, Ohren, Nase, Zunge und die Haut. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet nichts sehen oder nichts hören oder nichts schmecken, nichts riechen und vielleicht sogar nichts fühlen. Und das nicht, weil ihr krank seid oder eine Behinderung, sondern weil man es weggezüchtet hat, weil es ohne doch viel schöner aussieht. Aber kein Problem, denn die Schnurhaare sorgen nur dafür, dass die Katze sich im Dunkeln fortbewegen kann oder in engen Bereichen orientieren kann. Aber jetzt wird es richtig ekelhaft, denn Katzen nutzen die Tasthaare auch, um untereinander zu kommunizieren. Wo sind denn jetzt all die Leute, die aufschreien, wenn man eine Katze alleine hält? Das, was wissenschaftlich diskutierbar ist, wird im Internet zerpflückt. Aber wenn es darum geht, dass eine Qualzucht einfach vereinsamt, weil ihr Sinnesorgane fehlen, pff, das ist egal, oder was? Noch jemand Lust auf eine überteuerte Qualzucht? Traurigerweise werden in Deutschland nur Nacktkatzen ohne Schnurhaare als Qualzucht gesehen und diese auch rechtlich verfolgt, beziehungsweise die Zucht. Nur weisen auch Nacktkatzen mit Schnurhaaren enorme Probleme auf. Denn die Haut ist nun mal das größte Organ und bei einer Nacktkatze fehlt das völlig funktionsfähige Haarkleid. Diese Katzen haben eben mit diversen Hautproblemen zu kämpfen. Sie brauchen ständige und vor allem spezielle Pflege. Baden, Eincremen, Schutz vor Sonne, Schutz vor Kälte und oftmals fehlen ihnen auch die Tasthaare an den Pfoten. Wichtige Informationen können eben nicht weitergegeben werden, was besonders kritisch wird, wenn die Katze reflexmäßig handeln soll. Zum Beispiel bei der Flucht, mal davon abgesehen, dass auch die Fibrissen, also die Härchen, über den Augen fehlen. Und die sind eben dafür da, dass das Augenlid geschlossen wird als Schutzmaßnahme, bevor etwas reinfällt. Und dann hat die Nacktkatze da halt eben Pech gehabt. Denn man muss ja auch das Positive sehen. Ich möchte hier auch nicht nur negativ sein. Und in dem Fall rechtfertigt das in meinen Augen sogar die Qualzucht. Denn Nacktkatzen kann man perfekt tätowieren. Ja, es ist ein Trend geworden, seine Katze zu tätowieren. Aber das Tätowieren geht bestimmt auch bei anderen Katzenrassen, nur wächst dann da irgendwann Fell drüber. Und wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, meine Katze so einen Körperschmuck zu kaufen, dann möchte ich auch, dass das jeder sieht. Ich habe da keinen Bock, das täglich zu rasieren. Also Punkt für die Qualzucht, Nacktkatze. Der Vorteil, man kann sie schön tätowieren. Da will man der Menschheit einfach mit dem Klappstuhl eins drüber ziehen, oder? Ich bin einfach fassungslos. Aber Momentchen noch, seid ihr bereit für das große Finale? Die Preisfrage an alle. Schreibt es in die Kommentare. Was ist schlimmer als eine Qualzucht? Zwei Qualzuchten. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben eine Katze geschaffen. Eine Katze im Preis von zwei Qualzuchten. Wir verbinden direkt die zwei schlimmsten Dinge miteinander, damit die Katze so richtig leidet. Herrlich.
Die Pudelkatze. Von dieser Abscheulichkeit habe ich übrigens erst bei meiner Recherche erfahren und ich habe mich kurz gefreut. Nur dann habe ich beim weiter Recherchieren herausgelesen, dass diese Zucht erst relativ neu ist. Was bedeutet, in ein paar Jährchen haben mehr Leute eine Pudelkatze. Denn ich gebe der Pudelkatze noch so 10 Jährchen und 5 weitere erfundene Qualzuchten, dann ist die Pudelkatze die hippe Influencer-Katze schlechthin. Und dann nochmal 5 weitere Jahre und all die liebevollen Catfluencer werden sich in jeder Story entschuldigen mit: Ich wusste nicht, dass das eine Qualzucht ist. Ich habe kurz vergessen, wie man recherchiert online. Ich habe es als erwachsener Mensch einfach nicht wichtig gefunden, mich über das Lebewesen zu informieren, für das ich mich entschieden habe und ein Leben lang dafür sorgen möchte. Mir war das Leben meiner Katze einfach nicht wichtig genug. Aber ihr dürft keine Qualzucht unterstützen. Ach so, und bevor ich es vergesse, hier noch ein Rabattcode, den ich auf den Nacken meiner Katze mache, denn zum Geld verdienen ist sie immer noch gut genug. Wie wäre es einfach mit nicht mit einem kranken Tier werben, was übrigens im deutschen Tierschutzgesetz so festgehalten ist, dass ihr euch alle in einem nicht ganz rechtlich erlaubten Rahmen bewegt, ist egal. Nur wenn man aufhört, sein krankes Tier zu präsentieren, um damit noch schön Geld zu machen, dann verdient man kein Geld. Moment, warte, ich merke die Problematik. Lasst mich kurz überlegen. Doch, ich habe mich entschieden, weiter Geld machen mit einer Qualzucht. Aber weiter mit der Pudelkatze, denn ich liebe es, wenn man positive Verbindungen über den Namen schafft. Pudelkatze klingt viel niedlicher wie der Hund Pudel, den man doch so lange schon kennt und zu dem man ja auch nur positive Verbindungen hat. Aber was ist bei der Pudelkatze eigentlich schiefgelaufen? Hier haben wir die totale Überzüchtung, weil ein bisschen überzüchtet nicht schon schlimm genug ist. Es ist eine Kombination aus Devon Rex, aus Scottish Fold und aus der norwegischen Waldkatze, die übrigens die einzige in dem Trio ist, die nicht kritisch ist. Und die Devon Rex hatte ich überlegt, auch hier reinzupacken. Aber ich mache es mal kurz. Die Devon Rex hat ein gewelltes Fell, was auch dazu sorgt, dass die Schnur- und Tasthaare gekräuselt sind. Und damit haben wir genau dasselbe wie bei der Nacktkatze ohne Schnurhaare. Denn es ist scheißegal für die Katze, ob sie gar keine Schnurhaare hat oder nicht funktionsfähige, gekrümmte, gekräuselte Schnurhaare. Es gibt eine Katzenrasse, die noch mehr leidet als die Scottish Fold. Ich meinte, eine Katzenrasse, die man noch besser vermarkten kann als die Scottish Fold. Ich meinte, eine Katze, die noch niedlicher ist als die Scottish Fold. Aber jetzt mal ernsthaft, für die Pudelkatze gelten genau dieselben Dinge wie für die Scottish Fold. Denn sie hat eben auch all die negativen Aspekte, die eine Scottish Fold hat. Also die Katzen mit den gekrümmten Öhrchen. Dazu habe ich euch alles Wichtige in diesem Video erzählt. Rattern wir hier also die Highlights dieser Rasse mal ab. Bei der Pudelkatze haben wir einen Gendefekt, der eben dafür sorgt, dass wir diese niedlichen Knickohren haben. Da gibt es verschiedene Stärkegrade, also wie stark das Ohr geknickt ist, wobei je mehr geknickt, desto teurer und auch desto schlimmer für die Katze, aber das ist ja egal. Übrigens, dieser Gendefekt befällt nicht nur die Ohren, sondern eigentlich den kompletten Körper der Katze. Knochen, Knorpel und vor allem Gelenke. Aber bevor ich das Thema Ohren komplett abhake, dadurch, dass die Ohren so geknickt sind, können die Katzen auch nicht besonders gut untereinander kommunizieren. Ist aber doch egal, wenn die Viecher gar nicht miteinander kommunizieren, können die nicht sehen, weil keine Tasthaare fehlen, können nicht hören, weil die Ohren kacke sind. Pff, ist doch egal, Hauptsache sieht niedlich aus. Und da das immer gerne wegargumentiert wird, jede Katze, die Knickohren hat, wird mit dem Gendefekt geboren. Dieser Gendefekt ist von Geburt da. Aber der Punkt, an dem die Katze nicht mehr leben kann, ohne fürchterliche Schmerzen, der kann mit der Zeit kommen. Einige Leute haben Glück und deren Katze hat das erst nach einigen Jahren, aber in den meisten Fällen sehen wir das schon in den ersten Lebensmonaten. Aber nicht schlimm, man kann die Katze noch ordentlich mit Medikamenten vollpumpen, bevor man sie von ihrem Leid erlösen muss. Dadurch zählt nicht nur die Scottish Fold, sondern auch die Pudelkatze zur perfekten Wohnungskatze. Sie springt nicht irgendwo hoch, kratzt weder an Couch noch an Tapete und ist auch sonst nicht besonders aktiv, denn sie kann das nicht, weil sie Schmerzen hat. Wundervoll. Ach übrigens, wollt ihr den ekelhaftesten Punkt über die Pudelkatze hören? Die Katze ist in Deutschland entstanden. Made in Germany knallt mal wieder so richtig. Dass man so richtig stolz auf dieses Land, was so weit entwickelt ist und moralisch so hohe Werte hat. Good job.
Aber da die Rasse so unbekannt ist, erzähle ich euch gerne mehr dazu. Die Lebenserwartung der Pudelkatze sind schmerzhafte 15 Jahre oder man muss sie schon im Vorfeld von ihrem Schmerz erlösen. Und besonders schön sind die Wesenszüge. Die Pudelkatze ist nämlich sehr verschmust und sehr anhänglich. Klar, verstehe ich. Spielen und bewegen kann die Katze nun mal nicht, weil sie Schmerzen hat. Und durch die Ohren und die Schnurrhaare kann sie sich auch nicht mit anderen Katzen unterhalten, weshalb sie sich einfach an das Wesen bindet, das ihr Leid gekauft hat, uns Menschen. Bleibt ihr auch nicht wirklich was anderes übrig. Witzig ist auch, dass im Internet steht, dass nur jedes vierte Kätzchen das gewünschte wellige Fell und die gewünschten Knickohren hat, was übrigens die Zucht ungemein erschwert. Oh, schade. Wehrt die Natur sich etwa gegen deine schmerzhafte und grausame Qualzucht? Was können wir denn da machen? Finden wir trotzdem einen Weg, damit ein Tier leidet? Und noch witziger, im Internet heißt es, Kritiker sagen, dass das ruhige Wesen schmerzbedingt ist. Kritiker? Kritiker? Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Tierärzte bestätigen das laufend vor Gerichten. Jeder Mensch, der zwei Augen im Kopf hat, sieht, was mit dem Tier passiert. Kritiker. Diese Hater aber auch. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir am Ende sind. Denn das Problem, wir haben nicht nur altbekannte Übeltäter, sondern vor allem immer mehr neue Qualzuchten. Als würde der Mensch nicht dazu lernen. Aber keine Sorge, noch gebe ich euch eine Verschnaufpause. Aber bald machen wir weiter mit weiteren Qualzuchten. Denn ich glaube persönlich, dass man nur so dagegen arbeiten kann. Indem man einfach laut aufsteht und sagt, was da schief läuft. Deswegen teilt dieses Video. Teilt dieses Video mit euren Katzenfreunden und einfach mit jedem, damit diese leichtsinnigen, modernen Qualzuchten nicht mehr so entstehen können. Denn einfach nur, weil es gehypt wird, dass eine Katze keine Vorderbeinchen mehr hat und man das auf TikTok sieht und wie niedlich das wird, entsteht eben der Bedarf, solche Tiere vermehrt zu züchten. Und informiert auch euer Umfeld, wenn ihr mitbekommt, dass sie sich für so eine Katzenrasse entscheiden wollen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte ein wenig aufklären und vielleicht dem ein oder anderen helfen, für welche Katze er sich bitte niemals entscheiden sollte. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.